meine Damen und Herren, in diesem Lauf werden 670 Teilnehmer starten und wir werden versuchen, nach Zeit aufzustellen. Das heißt also, Blöcke zu bilden, Zeitblöcke zu bilden, damit keiner ganz, ganz vorne steht, der Halter ihn zu suchen hat. Ich glaube, im Interesse aller Teilnehmer wird das ein zügiger Start dann nehmen, wenn sie sich in den entsprechenden Abschnitten aufstellen. Das ist, glaube ich, dann gleich. Ja, und die Musik kennen Sie, meine Damen und Herren, zum ersten Mal hier in Kaltstoff von der Video Soundstation. World of Mountain, die alle zur Eröffnung, zur Begrüßung um 13:15 Uhr, 13 Stunden vor dem ersten Start zum viertgrößten Silvesterlauf Deutschlands. Dank Ihrer Meldung, Ihrer Wahnsinnsmeldung von 1240 Teilnehmern. Wird hier der viertgrößte Silvesterlauf Deutschlands vonstatten gehen. Um 14 Uhr an und der Start hier direkt vor der Kirche sozusagen. 670 Menschen werden hier alleine schon mal 5000er mit auf die Strecke gehen. Dann 100 Meister hier über die Hüllstraße. Wir werden die 100 Mann unterwegs los sein. Wir werden die vollen Freistauer Bevölkerung jetzt wieder auch voll mit unterstützen. Einer der schnellen, der holländischen Lauffreunde. Aber auch die ganz, ganz großen Vereine sind schon da, zum Beispiel zum ersten Mal LG Großfeld, Karls von Kevler und natürlich in Blau und Weiß nicht zu übergesehen. Die sind schon seit einer ganzen Woche hier auf der Hebel die Straße gegangen. Das große Heer von VfB Alemannia Pfalzdorf, die Truppe. Und eine Zeitung hat geschrieben, der Lauf mit Herz, und ich weiß, dass diese Leute von VfB Alemannia Pfalzdorf alles daran setzen, für sie alles bereit zu halten. Und da erinnere ich drüben an die Bude. Es gibt also Glühwein, Würstchen in der Sporthalle, Essen und Trinken in die Cafeteria. Für alles ist hier gesorgt und wir hören noch mal rein in die Musik. Words of Bound von Mike and McKinney. So, jetzt wird's langsam voller hier, meine Damen und Herren. Die dunklen Wolken ziehen an uns vorüber. Und ich hoffe, dass es den ganzen Mittag so bleibt.
Besonders begrüßen möchte ich jedoch die über 1200 Läuferinnen und Läufer, die hier So wie gesagt, auch in diesem Jahr sind viele, viele Leute mit dabei, die nicht so viel mit dem Langlauf eigentlich bekommen haben, zum Beispiel der SV Schurzheim, Brassel, herzlich willkommen, SV Winter, die Alternabteilung mit dem Einstieg, die SV Reichsreihe, mit dem Herrn Jäger an der Spitze und so weiter, viele, viele. Sind bei den Mittelstabsvorbereits mittlerweile seit gestern 11 Uhr und 1 Minute Erika Koop und für diese Mal Erika Koop und ihr Ehemann Werner Koop hier zum Start des 5000 Meter Laufes zu uns zu kommen. Herr Matthias steht hier bereit und ein großer Fan von uns hier von VfB-Gemeinde Waldorf möchte mal heute hier begrüßen. Wir spielen einmal Erika Koop. Und Werner Koop, Erika Koop, wir bitten Erika, dringend zu uns zu kommen. Herr Matthias, stehen wir bereit. Dann gehen wir an den nächsten Fotograf, den wir nehmen mal ganz einfach das Gefühl hier vorne. Bei Start beim ersten Block von 5000 Meter Koop, der Herr Matthias, die gehen also mitten hier in den Lauf gestehen. Und die Gruppe von der LG Hildegard begrüßen, die Schule ja noch. So, da sind wir. Mitte in Strenge hier. Erika Koop und Werner Koop. Einmal vom Herrn Matthias. Einfach euch die Dinge, ein großer Schraub und einen Rundweg. Und vielleicht die, ja, der Fotograf ist noch da. Und vielleicht die, die jetzt hier um uns herum stehen, einen kräftigen Applaus für das liebe Familie Paar. Ich will wieder an den Kopf. Der Hochzeitsleiter hier an den Start. Dankeschön! Und wie gesagt, ganz, ganz viele Teilnehmer von Siegerweiler, von Eckhauer, von der Lautenberg-Mantel und so weiter und so weiter. Aktiv, aktiv, immer aktiv, aktiv. Der Veranstaltungsbauer ist hier einmal. Ein unglaublich tolles Spiel, tolle Musik, der nicht zusammen ist. Ich bin erstmal wieder dabei. Ein wahnsinniges Publikum vorne. Ich bitte natürlich, ganz vorsichtig zu sein. Ich finde es ganz toll, dass Sie sich freiwillig in die richtige
gut, besser spät als nie. Ja, ja. So, ich habe schon viele Schornsteinfeger gesehen, aber sowas Nettes wie gerade habe ich überhaupt noch nie gesehen. Kriege einen Glückspfennig hier von unserer Schornsteinfegerin. Da muss man ganz ehrlich sagen, die Frauen sind doch die schöneren Geschöpfe. Ganz klar, macht aber nichts, aber für 95 natürlich uns allen. Moment, wo ich Hause kommentiert und hier kommen die Jungen, die ihre Altersklassen gewinnen werden. Da kommt die nächste Dame und in Rot und Weiß mit der 527. Daniela Krämers, SV Sonsbeck, Johannes Arzt, Victoria Goch. Die 257. Das ist Michael Laukamp von der LG Coesfeld. Ja, Musik und Applaus für euch alle, für 670 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ein Wahnsinn. Die 248 ticken wir mal 40. Das ist Gerd Reinders vom TuS. Applaus für euch alle, vor allen Dingen für unsere jungen Teilnehmer, die daher natürlich. Und hier ist wieder LG Coesfeld, hier ist SSV Reichswalde. Müden aus Wochen. Nein, nein, am letzten Tag sind sie aber nicht müde. Am 31.12. mit der 73. Da kommt der Robert Radeke, der kleine Radeke. Bei ihm werde ich heute Abend Silvester feiern. Und er wird mit Sicherheit seine Altersklasse wieder gesingen. Da kommt der Herr Max von aus Zalka. Jawohl. So kommen sie jetzt ins Ziel gestürmt. Und Applaus für, vor allen Dingen für unsere jungen Läuferin. Ich glaube, die Susi Speyer kommt auch schon. Jawohl. Vorsicht, da kommt mein Bruder Alois Bissen. Und seine Frau, die Hanni, läuft ihren ersten 5000er. Und ich grüße vor allen Dingen alle, die zum ersten Mal diese 5000 Meter unter die Füße nehmen. Das ist super. Da kommt der Herr Ott, da kommt der Malecha von SV Strahlen. Miriam Schenke, laufen für Kämpfe der LC. SSV Reichswalde ist wieder da. Ein Wahnsinnsfeld, 670, und ich hoffe, dass der Zielkanal packt ist und es scheint gut zu gehen. Laufen Sie durch, da kommt Silvia Naus mit einem Schwimmerkass an die Hand, da kommt Theo Rolf von der Volksbank. Nicht nur Sponsor, auch aktiv. Wouter, Victoria noch und so weiter. Wolfgang Lange aus der Blumenstadt Strahlen kommt. Oh, ein Kick und Theo Hoffmann ist sie geflogen. LC Nettetal, der Fabian ist mit dabei. Die Familie ist natürlich mit da, wenn es um Leichtathletik und Langlauf geht. Ein großes Heer von Alemannia Pfalzdorf ist unterwegs bei diesen 5000 Meter. Da kommen wieder einige. Man kann sie gar nicht so schnell nennen, wie sie hier ins Ziel fliegen. Super, dass ihr alle heute hier dabei seid. Werner Schoß gestern um 11 Uhr geheiratet, ist auch wieder mit dabei. Hier ist Matthias Gomm. Ey, und nochmal Musik der Disco Sound Space, die zum ersten Mal mit dabei sind, aber die beste Musik abliefern. Er will einfach nicht enden und hier der Start mit der Startnummer 59 war, glaube ich, was du euch sehen konnte. Ja, das ist einer, der Tobias Reit. Der Hans hervor und besser bekannt in Weza als Vollmann. Von der Familie Reiter, alle vier Kinder sind hier am Start über 5000 Meter. Wir freuen uns, dass die Leute sogar aus der Eifel hier nach Pfalzdorf gekommen sind. Nach Coesfeld aus dem holländischen Amstelveen in Holland. Der Georg Gortmann, Hans von Leuven kommt ins Ziel. Und auch hier sind noch viele, viele der Klasse M8, M9, die ins Ziel fliegen und noch ganz vorne mit dabei sein. Da wird gejubelt und gegrüßt, da kommt Daniel Tissen, jawohl. Musik für euch alle, Applaus, ihr seid dabei und macht diesen Silvesterlauf in Pfalzdorf so groß. Da wird nochmal von Lauftreff Schnecke sonst weg, ja, so langsam sind diese Schnecken gar nicht. Michael Lenk ist mit dabei, SSV Reichswalde wieder, die ganze Mannschaft. Ich finde es toll, dass sie alle mit dabei sind. Victoria Boch kommt wieder mit einer großen Chance. Herr Borchmann ist mit dabei. Man kann sie fast in der Masse gar nicht mehr erkennen. Super, Jomo Witze, in Gelb prangern sie. Leichtathletik-Hütter, der hat natürlich viele, viele, viele Leute. Die Pauls, ja, der die Jomo-Truppe natürlich begleitet.
gefeitet. Und da wird noch mal gefeitet bis zum letzten Meter. Und gerade die Jugendlichen. 5 Minuten auf 1000. Eine ganz tolle Leistung. Hier ist die 515. Auch er hat gleich seine 5000 Meter geschafft. Vorhin den ersten Mann der Stadt Koch begrüßt. So, schauen wir mal nach oben. Es wird natürlich mal wieder ein bisschen dunkel über Falstorf, aber gehen wir mal ganz einfach davon aus, das zieht alles rechts und links an der Hevelingstraße vorbei, an Falstorf vorbei. Dann darf es in Weetz und Goch auch ein bisschen regnen, macht ja gar nichts am letzten Tag des Jahres. Wir sind hier beim viertgrößten Silvesterlauf in Deutschland und drüben wird es langsam, es war sonst weg. 11:46, Andrea Stolz, da mit der 12:20, René heißt da Leichtathletik Nütterden. Chris, du mal deine Hand nehmen, was runter, 7:26, Chris Hennett, eine der ganz schnellen Leute. Ich hoffe auch die Zeitnehmer sind bereit, kann alles losgehen. Okay. Die Disco dreht etwas zurück. Ich zähle dann bis 10. Der Herr Lange hält die Startpistole. Es geht gleich los. Auch ich muss eben meine Zeit korrigieren hier. Neun, acht, sieben, sechs, 4, 2, 1, los geht's! Soundstation für euch alle, für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses 10-Kilometer-Laufes beim 8. Silvesterlauf in Falstorf. Ich hoffe, auch mal ein paar Schritte mit. Ich bin auch schon in der richtigen Gruppe, über 46 Minuten, super. Und jetzt steige ich wieder aus. Macht's gut, wir warten auf euch. Dieses herrliche Publikum wird gleich für euch einen super Applaus bereithalten. Auch hier weit über 600 Teilnehmer. Wir suchen die Stefanie Lang. Stefanie Lang, bitte hier zum Mikro. Stefanie Lang, bitte zum Mikro.
Schäfer, hier Peters. Leichter nehme ich bitte, wenn die das gesehen. Sie sieht der Herr Schäfer. Der Herr Bonter. Herr Kühne ist das Tag, der Peter. Was heißt denn euch alle? Der steht mit der Peter. Peter, was ist das? Ja, was ist das? Wie läuft die Hälfte her? Frankie Horvath auf Platz 1 hier beim 8. Silvesterlauf. Manni Halleck und der Manni hat einige Leute bei sich, die zum allerersten Mal in dieser Gruppe mit SV Neukirchen dabei, in dieser Gruppe zum ersten Mal die 10 Kilometer laufen. Das ist euer Applaus, super. Da kommen die Deplatzierten, da ist Chris Hennett. Und starten wir die Triathleten in Xanten. Ich will ja nur noch die Spitze gleich haben. Da kommt er. Komm mal. Da kommt er. So, genau. Ja, 7:43. Plätzchen hast du noch nie gestanden, ne? So, dann versuch mal auf Platz. Ja, das kann er schon gut. Lieber Lauren, du siehst an dem Applaus. So, das ist der Lene, mein Freund. Du darfst oben auf 1 gehen.
So, jetzt möchte ich den Herrn Peters von der Noch nicht. Veranstalter? Nein. Er arbeitet auch in der Jugend ganz hervorragend. Ich bin weg. Es ist doch die Deutlichkeit hier reingebrannt. Kommt gerade die Ball. In der Klasse Emma Gutmann-Laufen. 23 Minuten und 3 Sekunden. Und das darf einer vom VfB. Ja, super, Felix. Musik für dich, Martin. Bernicke von SV Victoria. Robert, herzlichen Glückwunsch. Heute Abend komme ich jetzt zu dir. Schon mal Silvester feiern, ne? Ja. Die Rede ist von Philipp Birkhofer. Hallo, da kommt Jubel auf. Schöne Musik, der Disco Sound Station. Der nächste Herr, der war auch mit Papi und Mami angereist. Der Mami habe ich nicht gesehen, aber Papi habe ich gesehen. Von LC Lippenthal, 21:32 hieß er. Ulrich von Fabian, da ist der Ulrich. Nava, LG Kofeld, 21:29, da prangert der runter. Es war sonst wirklich. Victoria und LG Kofeld. So, Applaus für die drei schnellsten. Dankeschön. Papa wird aber darauf achten, dass er nicht zu viel startet und nicht zu hart. Und er wird sehr vorsichtig mit ihm umgehen. 6 Sekunden nur langsamer war der Mann aus Sonsbeck. Gemeint ist, den Papa kennt man natürlich auch, Björn Kluckhoff, SV Sonsbeck, 17 Minuten und 21 Sekunden. Da kommt der Björn. Beides 20. Und auf Platz 3 Marcel Hermsen vom Lauftreff der SG Hassel, 19:39, da kommt der Marcel, dritter Platz. Wahnsinnszeit 15:54. Für alle, nicht nur für den Alexander, für alle, die hier aus dem Ruhrgebiet nach Fallsdorf gekommen sind. Special Musik für euch. Machen wir schnell weiter. KSV Keveler Lauftreff. Ja, das Ruhrgebiet schickte den Alexander und er gewann. Aber jetzt kommt Juh Christoph Graf, VfB Alemannia Fallsdorf. 18:25. Für den Sieger Alexander Lovina von DJK Adler Bottrop mit 15:54 eine Topzeit gelaufen. Danke, dass ihr. Seit 86 beim 5x5 Kilometer Lauf in WC dabei. Motor der Leichtathletikabteilung von 89 bis 83, bis 93, Abteilungsleiter Sportmacht des Leichtathletikkreises Kleve. Und jetzt wieder Abteilungsleiter Leichtathletik und Weze. Und um diesen Mann zu ehren, hat der Leichtathletikverband Kreis Kleve sich auch wieder etwas einfallen lassen. Und ich verlese mal kurz den Text. In dankbarer Anerkennung besonderer Verdienste um die Leichtathletik in Nordrhein verleihen wir Laurens Thyssen, TSV Weser, die silberne Ehrennadel. Mit unserem Dank für ihre Treue und ihren Einsatz verbinden wir die Bitte, auch in Zukunft unsere Leichtathletik mit Rat und Tat zu unterstützen. Duisburg, 31. Dezember 1994, Frankfurter Großpräsident. Herzlichen Glückwunsch!
als kleine Anekdote Mr. Blumke und er macht die Moderation, ne? Alles klar. Und komm mal, nochmal so einen Applaus für den Moderator. Ja, viele haben mich noch nicht sprachlos gewinnt, aber ich bin jetzt fast so weit gewesen. Aber man macht halt weiter. Ich kann mich nur ganz herzlich bedanken. Die Überraschung ist gelungen. Ich habe wirklich von nicht da wohl einige ganz schön still gehalten. Hat mich gesagt, kann ich dann nur sagen, wir alle machen weiter. Und wenn ich das hier unten sehe, ist eigentlich so eine Nadel. Guck mal hier so hin, aber das hier, das alles hier unten, das ist, glaube ich, das, wofür wir alle arbeiten. Das ist schon so. Okay. Alle mein Jahr als das allgemeine Andenken. Mit vielen Dank für die Organisation. Und wir hoffen Sie hier zu begrüßen am Hundelhubbau in den Niederlanden nächstes Jahr. Vielen Dank. Ja, wir bedanken uns für diese freundlichen Gäste. Und es ist, glaube ich, selbstverständlich, dass wir den Besuch der Gäste aus Holland im nächsten Jahr wieder. So, ich höre gerade vom Veranstalter, rechts liegen die Urkunden ab Platz 4. Wer also ab Platz 4... Ja, das ist Musik für dich. Aber der Erfolg der Alemannia ist hier doppelt. Daniela verführt wieder VfB Alemannia Walsdorf. Es ist schön. Und dazu gesellt sich aus Bocholt 25-57 lief sie Yvonne Kupfer. Yvonne Kupfer aus Bocholt 25-57 für Sie. Als nächste 24-03 VfB Alemannia Walsdorf. Also es ist Ruth Klösters. Weiter geht's auf Platz 3, 24-39. Katja verführt. Das war die dritte Zeit. Ich könnte weitermachen mit Walsdorf bis Platz 6 durchgehen. So, Platz 1, Athene Giesen, LG Viersen. Platz 2. 48 VfB Alemannia Walsdorf. Und nur durch Kreuzen kann dieses Alemannia-Geschwader eine junge Dame von D.J.K. Hütung-Borkes. Sie lief 24 Minuten. Hütung-Borkes, dieser liebe Verein ganz im Norden der Bundeskreisklasse. Die nächstplatzierten. Ja, erst nochmal ein kräftiger Applaus für die drei Schnellsten in dieser Klasse W10. Das ist meine spezielle Freundin, denn wir haben sie ja vor Jahren gemacht. Und auch sie hat ein ganz liebes Küchen bei sich. Und jetzt bist du ganz voller Musik der Disco Sound Station. Und wir kennen dich ja auch, denn du warst mal Sportlerin des Jahres bei unserem Staffelauf. Elisabeth. Thorabrücken. Verika Kempen. SV Victoria Dorf. Mit der Siegerin Susanne Speyer 2028 an der Superzeit. Dankeschön. Wir sind natürlich beim Frühjahrslauf wieder mit dabei, beim Brunnenlauf in Sonsbeck 95 wieder mit dabei. Und die Nordrhein-Meisterschaften sind ja in Sonsbeck im kommenden Jahr. Krach, ja so. 22:11 für die Mareike. Und Elzi Nettetal schickte und sie liegt 22:30. Sie gratulieren sich, wie es sich gehört, für faire Sportfrauen gegenseitig. Applaus für die drei Schnellsten der Klasse, W3 und Sessen. Wo ist die Silvia, kurz ein Vertreter vielleicht von Leichtathletik. Auf die W14-Jährige Siegerin in dem Geschwisterpaar Jansen, da sind Mama und Papa auch ganz stolz. Auch sehr, sehr gute Volleyballspielerin. Ja, Gratulation und Applaus für die Sieger. Jan vom BJK Adler 07. 16:40. Oh, war das ein hartes Finish mit dem Sieger
Rainer van Wickern auf Platz 1. Johann Kleus 10, 23. Und wieder, das freut uns. Jemand aus Holland, aus den Niederlanden, Caroline Schulten, sie kommt AV Zukunft, 20 Minuten, 53 Sekunden, 20 Minuten und 3. Erika Schulz und die zweitplatzierte Caroline Schulten und Stefanie Angenen. Applaus für die schnellsten Damen über 5000 Meter. Danke. Das ist der Robert, der den Namen Nikolsen erhält, mit Sicherheit entsprechend. So, mit dem Gesamtsieg und eine Sekunde schneller als der A-Jugendliche wurden für die Miriam gestoppt. Und die nächste Dame kenne ich auch. Sie läuft der TV Goch. Triathlon hat sie sich auch verschrieben. Tochter der WZA Bürgermeisterin Frau Barbara Naus. Gemeint ist natürlich Silvia Naus, TV Goch. Dritter Platz, Silvia Naus. So, ich würde sagen, ein kräftiger Applaus hier. Danita Kremers, Miriam Schenkel und Silvia Naus. 31:39, die Siegerzeit. Frankie Horvath, da kommt er. Von ADAC Oberhausen, da ist er. Also ich habe Abend seinen Namen natürlich Lars Witte. Ich weiß nicht, ob er mit dabei sein wird. Ob er dann gewinnen wird, das weiß man nicht. Aber er hat es bewiesen. Und er ist auf seinem Verein nicht alleine als Schneller gekommen. Auf Platz 2 in 33:24. Sandholz, Cemal, Günditz. Günditz, richtig gesprochen. Da ist der Cemal. Applaus für ihn auf Platz 2 in 33:24, beide. Der Franke Römer aus Hamminkeln. Franke Römer aus Hamminkeln. Wir nehmen ganz klar, es ist computermäßig wohl nur namentlich da was falsch gelaufen. Auf Platz 3, René Eister, den kenne ich natürlich ganz gut, da brauche ich keine Urkunde für, von Leichtathletik Nütterdin. Also, die schneide drei schnellsten. Frankie Horvath als Gesamtsieger und vielleicht nochmal ein ganz kräftiger Applaus für die drei schnellsten. Mit dem Gesamtsieger Frankie Horvath, LAC Oberhausen. Herzlichen Dank. Da ist sie. Die Einladung. Wir wünschen dir auch für die Triathlon-Zukunft alles Gute. Auf Platz 2. Tina Christ aus Solingen, und das ist vielleicht auch ein Sonderapplaus, wenn aus Solingen nach Fallsdorf gekommen ist. Wahnsinn. Und dazu kommt nochmal vom TSV Solingen Maria Marschner, jawohl, 41:41. Platz 3. Einmal TSV WZ, zweimal Solingen. Mit der Gesamtsiegerin Ayla Dodun. Applaus für die schnellsten Damen dieses 8. Silvesterlaufes in der Hauptklasse. Dankeschön. Da lässt es sich natürlich nicht nehmen zu gratulieren. Das Papa ist ganz stolz. Und auf Platz 3. Und der Papa von ihr hat in diesem Jahr einen 100-Kilometer-Lauf, wie er mir das erste Mal erzählt hat, ich nicht verstanden. Gemeint ist natürlich Ruth Metternich vom KSV Keveler Lauftreff. Da kommt sie, die Ruth und der Papa, wie gesagt, erstmals 100 Kilometer in diesem Jahr. So, sie gratulieren sich natürlich auch gegenseitig. Applaus für die Jugend über 10 Kilometer. Nein, hat er das hier ja auch. Vom TSV WZ, 75 Jahre, so auch. Es war auf Platz 2, LG Coesfeld schickte sie Steffi Glaser, 40:33, zweiter Platz. Die Vera, dritter Platz. Ja, Applaus für die schnellen Damen der Jugend mit der Siegerin. Melanie Maas, alles Gute für 95. Danke, dass ihr hier wart, hier seid. Bleibt noch ein bisschen. Siebenhügel, ein großer Verein und wie gesagt, der 7 Hügel auf diesem Weg. Ein gewaltiges Unterfangen.
Platz 2 von DJK, die 35 mit einem holländischen Sieg. Stimmt das? Haben die denn den Zittern gleich überhaupt? Ja, den kurz vorher. Wahrscheinlich den Zittern. Machen. Auch bis dann. Guck und sag mal, das ist einfach so. Ne? Ja, das ist Wahnsinn. Der ne? Leute, ich will es nicht versprechen. Ich neige dazu. Ich muss eben ein Kinder holen. Guten Rutsch. Guten Rutsch.